Hey, ich zeige euch heute unseren 3 Minuten 19 Sekunden Werkzeugkoffer in 3 Minuten 19. Die Zeit läuft ab jetzt. Ich habe die Werkzeuge jetzt ein bisschen ausgebreitet, dass man sie leichter sehen kann. Fangen wir an mit den Konusschlüsseln. Es sind zwei dabei. Beide Seiten haben verschiedene Größen für alle möglichen Standard-Konusaufnahmen. Also damit kriegt man fast alle Laufräder eingestellt. Als nächstes haben wir einen Innenlagerschlüssel auf Shimano Standard für BSA Innenlager. Es sind aber auch Adapter für andere Standards dabei. Als nächstes haben wir ein Flickzeugset mit selbstklebenden Flicken, selbsterklärend für das Flicken von Schläuchen. Dann haben wir einen Pedalschlüssel, einen Inbus mit Adapter auf 1,5 Zoll Aufnahme, was eigentlich der Ratschenstandard ist. Damit können wir dann dieses Werkzeug bedienen. Das ist für ältere Innenlager, zum Beispiel Vierkant und Octalink. Dann haben wir einen Inbus L-Schlüsselsatz, einen Torx L-Schlüsselsatz, einen Maulschlüssel für Pedale und auch für 15 mm Nüsse und 14 mm. Dann haben wir einen Kurbelabzieher für Octalink in dem Fall. Wir haben ein Kassettentool mit Adapter auf Steckachse und Schnellspanner. Dann haben wir einen Nippelspanner mit allen Standardgrößen. Ein Werkzeug zum Gegenhalten von Kettenblattschrauben. Das Werkzeug für Shimano Holotech 2, um die Vorspannung auf der Kurbel einzustellen. Ein Ventilausdreher. Ein Kettennieter mit Ersatznietstift. Ein Schraubenzieher mit zwei Seiten. Noch einen kleinen Schraubendreher, dann zwei stabile und große Reifenheber und das war's schon. Das war schneller als 3 Minuten 19. Der Koffer ist trotzdem ziemlich umfassend. Wie ihr seht, ist alles dabei, was man als Basiswerkzeug benötigt. Gerade wenn man mal anfangen möchte zu schrauben und selbst Hand anzulegen an sein Rad, ist das auf jeden Fall der perfekte Grundstein. Und falls ihr noch Fragen zu dem Koffer habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video sonst. Peace out.